Alle Jahre wieder verblühen die Orchideen. Damit sie wieder blühen, müsst ihr dieses Video ansehen. Und damit herzlich willkommen, liebe Orchideenfreundinnen, Orchideenfreunde. Ihr seht, hier ist so ein richtig langer, verblühter Orchideentrieb. Ich bin total begeistert, dass mein Handy jetzt momentan echt herausgefunden hat, wie man die Objekte scharf stellt. Nein, das habe ich nicht selber herausgefunden, sondern das war wirklich das Handy. Was ihr benötigt, ist eine Schere. Und diese Schere bietet sich natürlich an, wenn ihr dementsprechend eure Orchidee wieder zum Blühen bringt. Ihr seht, hier ist so ein Blütentrieb. Da ist eigentlich so, ja, man kann sagen, die Triebspitze ist noch ein bisschen so lebendig, aber arg viel wird da nicht passieren. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter runter gehen, dann seht ihr, da habe ich das, was ich euch erkläre, euch schon einmal gemacht im Frühjahr. Da habe ich das Video schon mal gemacht, aber ihr wisst ja, alle Jahre wieder passiert genau das Gleiche und dann hat man es vielleicht wieder schon vergessen vor lauter Informationsfluss, den man sich eben jedes Jahr reinzieht. Und deswegen dachte ich, erkläre ich euch noch einmal. Im Grunde ist es jetzt ein ganz gutes Beispiel, dass ich es bei dieser Orchidee schon mal gemacht hatte. Denn man sieht hier, es ist ja aus diesem ruhenden Auge ausgetrieben. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir gehen jetzt hier weiter runter und hier ist unter diesem Hüllblatt ist nochmal so ein ruhendes Auge. Ich könnte jetzt so vorgehen, dass ich zum einen nochmal hier den Trieb abschneide. Ich könnte aber auch genauso gut sagen, dass ich hier bei einem dieser drei Augen, die hier vorhanden sind, den Trieb abschneide. Das bedeutet aber, ich hätte dieses unschöne Konstrukt noch einmal erweitert und irgendwo würde hier nochmal ein Blütentrieb rauskommen. Das wäre am Ende nicht ganz so schön. Aus diesem Grund würde ich einfach hergehen und den Trieb hier abschneiden. Das ist super, dass die Schere nicht funktioniert hat. Aber ich würde den Trieb einfach hier so abschneiden. Und dann würde ich bei dem nächsten Trieb genau das Gleiche auch so machen. Wahrscheinlich habe ich hier das Ganze nicht so schön gehalten mit der Schere. Und zack, ist es abgeschnitten. Und das ist an und für sich schon alles, bevor man die Pflanze jetzt noch irgendwie runterschmeißt oder so. Im Übrigen, die alten Blütentriebe, die könnt ihr kompostieren. Kompost ist immer ganz gut. Könnt ihr auch im Garten wieder verwenden. Müsst ihr nicht in eine Vase stecken. Also das ist jetzt nicht notwendig. Jetzt sehen wir hier, da hinten steht nochmal so eine Pflanze. Ist eigentlich ganz praktisch, dass ich hier noch so viele Pflanzen habe. Hey, so viele Orchideen. Hier, bei dieser Orchidee ist es eigentlich ein ganz gutes Beispiel, sofern die Kamera wieder scharf stellt. Man sieht hier, dieser Trieb, der ist noch richtig schön knackig und gesund. Da kann man davon ausgehen, dass hier wieder Blüten hervorkommen werden oder sich entwickeln werden. Außerdem, man sieht es hier, da ist nochmal, die ist richtig schön verzweigt, dieser Trieb. Hier überall an jeder Spitze so ein richtig knackiger Trieb, der mit Garantie und ziemlicher Sicherheit wieder Blüten hervorbringt. Bedeutet, den muss man nicht abschneiden. Tja, das war der kleine Tipp, wie ihr eure Phalaenopsis-Orchideen wieder zum Blühen bekommt. Einfach mal mit der Schere dran und dann gibt es wieder schöne Blüten. Und damit es alle Jahre wieder noch mehr Blüten gibt, seht ihr hier drüben, ist eine wunderschöne Maxillaria-Orchidee, die hier richtig schön auch am Blühen ist. Da muss man sich so richtig durchschlagen, so ein bisschen Dschungelfeeling. Und dazu gibt es dann bald wieder ein neues Video. Ihr seht, es ist einiges hier vorhanden. Aber auch Phalaenopsis. Für alle, die Phalaenopsis mögen. Es ist ja nicht so, dass ich keine Phalaenopsis hätte. Nur die faulen Phalaenopsen, vielleicht heißen die auch einfach Phalaenopsis, sind im Moment nicht am Blühen. Und das dauert hier noch ein bisschen. Da ist ein schöner, knospiger Blütentrieb. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und jetzt singen wir wieder ein Lied. Alle Jahre wieder werden die Orchideen blühen, bis diese am Blühen ist. Werden noch ein paar Tage vergehen. Wahrscheinlich wird es an Weihnachten soweit sein. Vielleicht mache ich dann da ein Video. Jetzt wisst ihr schon, was vielleicht an Weihnachten kommen wird. Bis dahin und tschüss.